Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile The Awakening. Ja, wir hatten das letzte Mal ein bisschen Probleme gehabt beim Boss, beim Zwischenboss, aber dann mit einem neuen Skill, der Fiber Strike, haben wir es dann geschafft. Der Charakter, der Bild wird wegen dem schlechten Einzeldamage richtig Probleme haben bei Bossen. Da müssen wir uns ein bisschen etwas umplanen. Und dafür möchte ich nämlich nochmals ein Frostblade nehmen. Und das ist dieses auf Damage. Und zwar Fire Damage. Warte kurz. Ja, wir haben einen roten. Dann nehmen wir Fire Damage. So. Dann macht es nicht nur noch Eisschaden und physischen Schaden, sondern auch Eisschaden. Aber das Problem ist jetzt einfach, dass ich den noch nicht einsetzen kann. Wir brauchen ein bisschen mehr Stärke, aber ja, das bekommen wir sicher bald. Mal kurz schauen auf den passiven Tree. Ja, wir machen jetzt hier auf Assassination und dann hier... Wir machen bis Assassination, nicht weiter. Machen hier die roten und dann Trickery, Freeze und dann Cold Heart Calculation. Genau so rum. Also, machen wir weiter. Ich bin ein bisschen erkältet. Gestern war ein kalter Tag, plötzlich wieder einmal Regen und ich bin direkt wieder erkältet. Das ist Wahnsinn. Böse ist das, böse. Hallo. Da ist schon dieser große Fuchs oder was das ist. So. The Burning Menace. Ja, Schaden geht eigentlich bei diesem Gegner, aber für große Bosse ist er leider noch zu klein. Und sein Feuerschaden macht... Sein Brand am Boden macht recht viel Schaden. So. Aber schön, dass wir jetzt hier mehr Projektile haben. Ist noch ein bisschen mehr AOE. Später werden wir aber, wenn wir Chain nehmen oder Fork, werden wir aber lesser multiple Projektiles rausnehmen. Einfach, damit wir noch genug Schaden machen. Und dann wieder reinnehmen, sobald wir dann wieder hohe levelige Gems haben und so. Wenige, also viel Schaden machen einfach. So, hier ist Petey. Der Petey. Der Petey und der Brain. So. Schade, dass jetzt momentan ein bisschen wenig los ist. Vor allem im Form ist sehr, sehr wenig los. Es kommen keine Guides und es wird nicht so diskutiert über The Awakening. Wahrscheinlich, weil alle immer Beta gespielt haben und jetzt nichts mehr zu diskutieren haben. Ist ein bisschen schade. Mir würde es sehr helfen, wenn es irgendwie ein Guide gäbe für Frostblades. Aber es gibt zwar einen Guide, aber der ist gar nicht gut durchdacht, nur kurz hingeklotzt und nicht mehr geupdatet. Richtig schade. Und deshalb muss ich ja während des Let's Plays mir einfach Gedanken machen, wie ich dann skille, sonst verskille ich mich, ja. Das ist nicht so gut. Weil es kostet recht viele ich weiß jetzt nicht, wie die Orbs heißen, Recall Orbs oder so, nein, weiß nicht. Vor allem die sind die sehr selten. So. Oh, die haben recht viel Leben. Nicht immer herumhüpfen. Ah, Grindinger Games übertreiben es wieder mal. Ja, schade auch, dass der Erfolg ausgeblieben ist. Also ja, es ist schon gekommen. Also es ist natürlich momentan besser denn je, aber schaut, Diablo 3 ist tausendmal schlechter als Path of Exile. Hat viel weniger zu machen und so.
und ist viel erfolgreicher. Und das ist nur wegen Werbung. Heutzutage schauen die Leute nur noch auf Werbung und nicht mehr auf Kollegen oder auf einfach Leute, die halt ein bisschen von dem Game erzählen oder so. Das ist, ja, auch Let's Plays werden nur noch zu kommerziellen Zwecken genutzt. Dann sind sie meist kindisch oder sind einfach nur, ja, reden nichts über das Game oder alles Mögliche. Und finde ich ein bisschen schade, dass genau die, die kindisch sind und so richtig Erfolg haben auf YouTube, und die Leute, die wirklich gute Let's Player sind, da kenne ich recht viele davon, wo einfach keinen Erfolg haben. Ich habe jetzt einen Ding, der hat ein halbes Jahr Pause gemacht und hat von 32.000 auf 7.000 runter. So viele Abonnenten hat er verloren, nur weil er kurz Pause gemacht hat, weil er in der Ausbildung ist. Und das finde ich eine absolute Frechheit. Und genauso ist es auch bei den Games. Sobald die Werbung weg ist, ist das Game dem Ende geweiht. Es gibt viele Games, die werden einfach nicht mehr gespielt, weil keine Werbung gemacht wird. Und wenn es so weitergeht, werden die Menschen einfach nur noch durch Werbung etwas Gutes bekommen und sonst nicht. Und meistens ist es ja dann durch Werbung auch ein bisschen schlechter, das Game oder so. Weil ja natürlich alles auf die Werbung niederprasst oder ja, einfach die Ablenkung zu groß ist. Genauso bei den YouTubern, dort ist die Ablenkung einfach zu groß durch Werbung. Ja, abonniert mich sofort und liked das Video und alles Mögliche. Ganze Zeit immer Werbung für ihr Kanal machen. Und das finde ich ein bisschen schade. Man darf Werbung machen vom Kanal, aber ja, wenn man jetzt die ganze Zeit Kommentare schreiben muss unter fremde Videos, wo der Link ist, dann finde ich es auch eine Frechheit. Manche Kommentare von denen nehme ich gar nicht an. Also wenn euer Kommentar nicht erscheint, dann ist es wahrscheinlich, weil ihr einen Link zu einem Kanal gesendet habt oder sonst irgendwas. Weil das wird gefiltert und ich muss zuerst freischalten. Und eben, ich unterstütze so etwas nicht. Also ich möchte von Leuten, die ganze Zeit nur Werbung machen müssen, will ich die Kommentare gar nicht ansehbar machen. Weil es eben, oh, Knockback, sehr gut. Weil es eben viele nervt, vor allem mich. Und ja, völlig unsinnig ist, man bekommt nicht viel mehr Abonnenten, wenn man Kommentare schreibt mit dem Link. Eher durch was Ember Mystery Boxes. Okay. Eher durch Videos. Oder man bekommt, ein Kanal ohne Videos bekommt keine Abos, solange er nicht ein Video macht, wo jemand interessiert. Und viele Leute warten auf die Videos, warten auf die Abonnenten und machen keine Videos mehr oder so. Das bringt es nämlich auch nicht. Man muss halt immer wieder Videos machen. Der Kanal lebendig zeigen. Und jetzt habe ich 2 Wochen Pause gemacht, weil ich eben umgezogen bin und habe in den 2 Wochen überhaupt nichts erreicht. Und jetzt habe ich wieder Probleme, wieder ein bisschen die Leute aufmerksam zu machen. Aber ja, es ist halt so ein bisschen blöd auf YouTube, dass man wirklich keine Pause machen kann. Weil man sonst immer wieder Abonnenten verliert. Zum guten Glück habe ich keine Abonnenten verloren. Aber trotzdem, ich habe auch nichts dazu bekommen. Und es hat auch nicht viel auf jemand geschrieben. Ist ein bisschen schade. Also die Videoaufrufe gingen zurück und so. Ja. Aber toll, dass ihr so schnell eigentlich wieder da seid und die Videos schaut. Richtig toll und Dankeschön dafür. So, wir sind hier in der Höhle mit den Untoten. Oder was das sind, diese Schwarzen. Und mit diesen Frostgeister oder so. Schnecken. Früher dachte ich immer, das wären Schnecken. Aber sie haben einfach so einen Umhang an. So, wenn man nicht richtig schaut und einfach nur an etwas denkt, dann kommen recht schnell Missverständnisse herum. Oh, ein Alchemie-Orb. Sehr schön.
Die können wir am Anfang richtig gut einsetzen. Aber ich spare noch einen auf. Zu Notfällen. Und wir brauchen zuerst eine gute weiße Waffe. Weil die gehen nur auf weißen Items. Und ja, bieten halt ein bisschen zufälliger. Weil es kann auch ein ganz schlechtes rare dabei rauskommen. Aber es macht eben weiße Items zu rare Items, zu gelben Items. So, geschafft. Die Allflamme ist unser. Und jetzt gehen wir in den Kampf. Weil dieser Fairgraves greift uns jetzt an. Keine Ahnung wieso. Ich habe es noch nie durchgelesen, weil ich warte auf die deutsche Version. Die kommt scheinbar im Herbst. Und dann werde ich nochmal einen Schwierigkeitsgrad machen und dann die Texte und so vorlesen. Weil ich kann recht schwach, also ich habe mein Englisch am PC gelernt und nicht in der Schule. In der Schule hat man nur so kleine Wörter gelernt, aber nicht so Sätze, grammatikal alles und so. Oh, der macht Schaden. Das waren wahrscheinlich diese, wie heißen sie? Summon, Raging Spirit, genau, Raging Spirit heißen sie. Jetzt haben wir wieder einen Skillpunkt. Sehr gut, weil wir jetzt das Buch bekommen wieder. Ah, hallo. Du lebst ja noch. Tschüss. So, also wenig Schaden machen wir jetzt, oder die Gegner haben einfach viel mehr Leben jetzt. Müssen wir noch ein bisschen schauen, wie wir so an Schaden kommen können. Die Crit-Chance ist natürlich unter alles sauer am Anfang. Und das unbedingt. So. Und ich denke, man bekommt nur Skill Games hier dazu, wenn man Quests mit Skill Games. Ja, sind alles die gleichen. Abschließt. Das war ja keine Quest mit Skill Games. So, Stärk Games. Und Rohstoffe. Gut. Also. Einen, ja. Müssen noch warten. Ich will unbedingt einen als Safe behalten. Okay, hier hat sie überhaupt keine Warbands. Die hat es nur am Anfang vom ersten Akt. Schade. Aber ist auch gut so, weil die werden richtig stark sein jetzt schon, wenn ich so wenig Schaden mache. Ja, je mehr Zeit man denen gibt, desto mehr Schaden machen sie. Das ist klar. Also sie sind steif gefroren oder so. Das kann jetzt, wenn man crittet, auch passieren, dass man die Gegner richtig einfriert. Den gibt's gar nicht mehr. Lol. Man kann jetzt von dieser Ebene in diese direkt, da war ja noch eine Zwischenebene. Okay, die haben sie rausgenommen scheinbar. Ja, mir hat sie sowieso ein bisschen genervt mit den Explosionsviechern. Nicht Explosionsviechern, sondern Spuckviechern, da die so spucken und immer abhauen. Da ist der Boss. Der Gebietsboss. Da kommen ja die Explosionsviechern, genau. Oh, schöner Crit. Bang, zwei Crits. So. Ah, schöne neue Einhandwaffe. Oh. Was können wir dafür rausnehmen? Critical Strike Chance möchte ich gerne behalten, aber hier... Ja, wir müssen. Hier hätten wir Mana. Auf der Edge Kill. So, jetzt haben wir Frostblades. Auch hier. Machen wir mehr Damage als mit dem.
dafür nur 3 Projektile. Aber jetzt möchte ich gerne hier genau die da rein tun, dann haben wir einen Bonus von einem Level from Item wegen 1 to Level of Socketed Melee Games und das macht schon viel mehr Schaden jetzt. Ja, noch nicht One Hit, aber richtig nice. So, mehr Well können wir wahrscheinlich noch nicht machen. Ich werde bis dahin mal zeigen und danach breche ich dort leider ja kurz also der Part fertig. Im nächsten Part habe ich dann schon ein bisschen gefarmt. Ich farme einfach diese Ebene immer wieder zu mehr Well und ja, dann wieder von vorne. Und wenn ich dann irgendwas Besseres gefunden habe, mache ich dann den nächsten Part wieder. Einfach damit wir nicht in den Parts leveln und Items finden müssen und so weiter. So. Oder anfangs kann ich es ja noch zeigen, aber ich denke, es wird schon langweilig sein, weil es halt langatmig ist, also es geht lange, bis man hier Items findet, die gut genug sind. Ja, macht auch nicht viel mehr Damage, wir müssen zuerst leveln, die Gems. Ja, okay, ich zeig's. Ich zeig's im nächsten Part, wie ich so ein bisschen farme und leveln tue. Und wenn wir wirklich richtige Probleme haben später im Spiel, dann werde ich sie auf Topic zeigen, aber sonst, ja, ich kann es fast nicht zeigen, also es ist einfach, ja, das Game ist halt extrem mit Geduld befasst, also man muss sehr viel farmen, damit man gut wird und ich habe jetzt wirklich noch fast keine guten Items, die ausreichen für Marvel. Ich werde so viel Damage bekommen noch und so wenig Damage an ihr machen. Ja, weil sie wurde gebufft. Das ist nicht mehr so leicht. Eher schwer. Aber es gibt auch Taktiken und so, aber das ist nicht für Nahkämpfe. Das ist eher so für Leute, also für Builds, die richtig viel Damage auf eine kurze Zeitdauer machen. Und nicht so Einzeldamage wie ich. Wie mein Bild. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir gerade den falschen Bild haben, weil Eis ist auch schlecht gegen Marvel, weil sie selber Eis einsetzt. Und ja, viel eine hohe Resistenz für Frost hat. Ah. Du lebst ja noch. So, noch alles gefunden. Da ist eine Sackgasse. Also dann gehe ich oben durch, unten hat es ja nichts mehr. Mal ein bisschen schneller. Oh, da ist auch noch eine Sackgasse. Sehr verzweigt hier. Was ist unsere Crit-Chance? 13,86%. Ja, es reicht recht wenig, also zwischendurch werden wir schon kritten, aber wahrscheinlich ist die Dauer nicht so groß wie unser Crit Shot. Also, ja, dann ist man, ist der Gegner eigentlich der, ein paar Sekunden ohne Freeze-Effekt. Und das kann schon Aua machen. Wenn die Gegner normal angreifen können, sind sie natürlich viel stärker. Diese Geister hier, sind von Morwell zum Anlocken oder sind das einfach Geister, die zeigen, da musst du durch oder so? Aber ich denke, sie sind zum Anlocken da. Weil das Geräusch ist wie von Marvel. Oh, schön.
Am Anfang geht alles noch so schnell. Später wird alles zur Tortur. Bam, 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 bam. Aber es ist gut, dass man die Gegner hinten dran auch trifft. Wir müssen dann unbedingt noch Durchbohrungsschaden, also Pierce holen. Pierce ist da drüben irgendwo. Da. Aber das ist Arrow. Projektile, gut. Aha, zum guten Glück ist es Projektile. So, wir brauchen unbedingt noch Defensive vor Marvel. Das ist Pflicht. Aber ich denke, es wird nicht so schwer, wie ich es jetzt mir vorstelle, aber trotzdem. Oh, added Cold Damage. Wir könnten jetzt mehr Cold Damage machen, indem wir das reintun. Schade, dass es grün ist. Wenn es blau wäre, dann hätte ich es hier reintun können. Machen wir den Feeper-Strike auf die Mitte, auf die mittlere Maustaste. Und dann hat er noch ein bisschen Cold Damage. So. Hier ist auch eine Sackgasse. Wo sind die Gegner hin? Da waren doch Gegner irgendwo. Hast du noch einen rare Gegner? Aber richtig easy. So, also dann machen wir hier die Kiste, die Strongbox. Ah, noch ein rare Gegner. Wow, jetzt sind wir richtig stark geworden durch die Crits. Ja, gut, dass du außerhalb vom Frostnova warst. Also, ein bisschen getroffen wurde ich, aber... ich konnte rauslaufen, sonst hätte ich Bewegungsgeschwindigkeit minus auf diesem Frostboden. Das ist gut. Das sieht aus wie ein kleines, so ein kleiner Handschuh und dann so ein langes Schwert. Das sieht mega... das ist ein Dolch. Ja, der Handschuh habe ich ja abge... Ja, da. Die Klaue. Es gibt ja noch diesen Dornenhandschuh mit den Nägeln. Und später gibt es richtig geiles Kind von den Clown. So, Marvel. Wollen wir es mal probieren? Ich denke schon, das Video kann auch ein bisschen länger sein. Oh. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn ich kein Portal Scroll Zauber habe. Zuerst mal hier drauf. Oh. Nein, 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 nein. Ja, ich kann nicht... Die ist zu groß, ich kann nicht nach oben laufen. Die war zu groß. Mist. Ah. Ja, die ist mega schwer. Also, nicht schwer, aber... Die macht so viel Damage. So imbalanced. Plötzlich so ein schwerer Gegner. Wir haben uns eigentlich vorbereitet, aber... Ja, ich kann nicht weg. Ich kann einfach nicht weg. Der greift die ganze Zeit an. Ja, toll. Wir schaffen es wahrscheinlich nicht, weil die zweite Phase, die ist natürlich auch schwer. Aber die wird wahrscheinlich... Ach Mann, wieso? Ich muss unbedingt hier... Noch ein Portal Scroll machen. So. Boy.
Ich finde Path of Exile wurde ein bisschen schwerer oder ich habe einfach schlechtere Items als in der letzten Liga. So. Mann, so einen blöden Kampf zu machen. Hey Entwickler, liebe Entwickler, ihr habt so gute Kämpfe gemacht, aber Marvel wurde nur schlechter. Richtig nerviger Bosskampf. Und das gleich am ersten, im ersten Akt. Schlimm. Also im nächsten Akt, im nächsten Akt haben wir dann Sumpf und Dschungel wie hier, Höhlen und so. Und im nächsten Part machen wir dann hier weiter, im zweiten Akt. So, wir gehen noch kurz identifizieren und hier verkaufen. So, wir haben hier noch Reef, Ice Nova, Fire Nova. Nehmen wir Fire Nova, das ist ein neuer Spell. Die anderen kenne ich schon. So, identifizieren. Oh, Rarity. Ja, können wir noch nicht, weil wir grüne Slots brauchen. So. 45 Mana, das ist recht schwach. Instantly brauchen wir nicht, oder? Ah, Movement Speed. Okay. Ah, der nicht. Den will ich ja behalten. So. Da. So und da die gelben, ja. Und Intelligenz, was ist da drauf? Da ist so ein Kopf oder so, das ist drauf. Ja, also Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part, dann mit Akt 2. So. Ja, was ist da? Nur Gerede. Also, manchmal können wir dann nach Warbands jagen gehen. Jo, also tschüss Leute, bis nächsten Part.